Es ist also vorüber. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Zirkels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Eamon hat viel zu betrauern und wieder aufzubauen, so er sich erholt. Aber zumindest kann er dankbar sein, dass Sohn und Gattin wohlauf sind. Ich schulde euch meinen tiefsten Dank. Ich hatte schon... kaum zu glauben, dass Connor wieder der Junge ist, der er vorher war. Da ist noch die Sache mit Jawen. Er hat Eamon vergiftet und damit alles andere losgetreten. Er lebt und ich muss entscheiden, was mit ihm geschieht. Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jawens Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Freilassen? Seid ihr verrückt? Warum würdet ihr das tun? Ich stimme mit Isolde überein. Er ist ein Malefiker. Selbst wenn ich seine Untaten übersehe, kann ich ihn nicht einfach auf die Leute loslassen. Ihr mögt recht haben, aber das ist Eamons Entscheidung, nicht meine. Tut mir leid. Jawen bleibt vorläufig im Kerker. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Danke für eure Bereitschaft, bei der Genesung meines Gatten zu helfen. Geht zu Bruder Ginny Teevee, den Scholar in Denerim. Er versucht schon seit einigen Jahren, die Urne zu finden. Die zurückgekehrten Ritter sagen, sie hätten Ginny Teevee nicht gefunden, aber vielleicht führt euch ja der Erbauer zu ihm. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück, der Erbauer sei mit euch. Hier bin ich. Oh, das wird sicher unterhaltsam. Nur zu. Nun, die Krähen würden sagen, dass es sich um eine Entwicklung handelt, die Jahre dauert und sowohl Entschlossenheit als auch Zähigkeit erfordert. Wer das alles durchsteht, ist vielleicht, nur vielleicht, gut genug, um als einer der ihren zu gelten. Aber die Wahrheit ist ganz einfach, dass man den Drang verspüren muss, seinen Lebensunterhalt durch Töten zu bestreiten. Man kann es dabei erstaunlich weit bringen. Bei den Krähen schon. Aber sie haben auch sehr lange dafür gebraucht, um ihre Kunst zu perfektionieren. Der Meuchelmörder ist lediglich auf den Angriff aus dem Hinterhalt spezialisiert. Der erste Angriff muss deshalb so tödlich wie möglich sein. Ein außer Gefecht gesetzter Gegner, ob durch Gift oder verkrüppelnde Gliedmaßen, ist im etwaigen Folgescharmützel viel leichter zu besiegen. Seht ihr? Dass man dafür bezahlt wird, ist Nebensache. Meuchelmörder zu sein, ist eine taktische Entscheidung, weniger ein Lebensstil. Die Krähen behaupten natürlich, alle ihre Fähigkeiten seien Berufsgeheimnisse, verborgen im Schatten und gehüllt in ein Mysterium. Das alles sollte also zwischen uns beiden bleiben, einverstanden? Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss? Meine Mutter wurde tatsächlich einige Male gejagt von dümmlichen Templern wie Alistair, woraus ihr entnehmen könnt, welchen Erfolg sie hatten. Flemeth hat sogar eine Art Spiel daraus gemacht. Wenn Templer kamen, sah sie mich an, lächelte und sagte, nun würden wir wieder etwas Spaß haben. Ich bin nicht sicher. Ich war zu jung, es zu verstehen. Vielleicht war Flemeth auch nur übermütig. Oder wirklich amüsiert. Ich werde es nie erfahren. Flemeth hat sie immer gewarnt, aber sie haben nie darauf reagiert. Und dann begann das Spiel. Flemeth hat mich oft als Köder eingesetzt. Ein kleines Mädchen, das schreit und rennt und die Templer tiefer in die Wildnis lockt. Zu ihrem Untergang. Es war ein Spiel und ich ein kleines Mädchen. Wenn ich nicht hätte mitspielen dürfen, wäre ich sehr wütend geworden.
Aber die Wildnis ist sehr weitläufig. Immer wenn sie uns gefunden hatten, verlegte Flemeth unsere Hütte und wir verschwanden wieder im Wald. Erst als ich viel älter war, wurde mir klar, in welcher Gefahr wir schwebten. Von Abtrünnigen oder Maleficaren hatte ich noch nie etwas gehört. Mag sein, aber ich verüble ihnen nicht, dass sie taten, was sie für notwendig erachteten. Die Kirche betrachtet jeden Magier, der nicht zum Zirkel der Magie gehört, als Abtrünnigen. Abtrünnige wiederum können Maleficar werden. Das sind böse Magier, die Blutmagie einsetzen und von Dämonen versklavte Abscheulichkeiten werden. Vielleicht hat die Kirche sogar recht. Aber wer von uns seine Freiheit liebt, wird sich ihr nicht unterwerfen. Danke, dass ihr mir zumindest darin zustimmt. Genug geredet. Widmen wir uns wieder der aktuellen Aufgabe. Sir, ich habe Neuigkeiten. Ja. Nun, der Kampf scheint genauso abzulaufen Genug. Wie ihr... Ich möchte wissen, was du erreichen willst, Vater. Sollten wir nicht gegen die Dunkle Brut kämpfen, statt untereinander? Der Adel wird in seine Schranken gewiesen und dann die Dunkle Brut besiegt. Das ist keine echte Verderbnis, Nora. Nur Kalins Eitelkeit hat es dazu gemacht. Verzeihung, Sir. Aber Verderbnis oder nicht, uns fehlen die Truppen, um der Dunklen Brut in Bälde zu begegnen. Kalin hat die Orlesianer um Unterstützung ersucht, oder? Niemals! Marek und ich haben diese Bastarde vertrieben. Wir werden sie nie mehr willkommen heißen. Wir brauchen Hilfe, Vater. Allein werden wir mit der Krise nicht fertig. Ferelden wird das alleine überstehen. Unter meiner Führung, Genora. Du musst mir vertrauen. Hast du Kalin getötet? Kalin hat seinen Tod selbst verschuldet.